Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Diesmal mit ein bisschen ein etwas anderes Format und zwar frei nach dem Motto Nahtoderfahrung mit Aktienoptionen. Normalerweise geht es hier ja um das langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, und mache ich das Ganze mehr oder weniger alleine. Diesmal zu Gast Vincent Wilkamm, besser bekannt als Freaky Finance, einer der bekannteren deutschen Finanzblogger. Und was wir beide gemeinsam haben, das sind Aktienoptionen. Das heißt, wir verkaufen Aktienoptionen und das klappt manchmal mehr und manchmal weniger gut. Ich bekomme immer wieder Rückfragen auch zu Aktienoptionen, wie das funktioniert, welches Buch man dann da haben könnte oder lesen könnte, um sich da einzuarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da ein gewisses Interesse. Und wie gesagt, es funktioniert manchmal besser, manchmal weniger gut, und wir alle versuchen uns ja möglichst in positivem Licht erscheinen zu lassen. Ich denke, das ist ganz normal. Und was seltener berichtet wird, das ist, wenn es nicht so gut klappt. Und mir ist ein Artikel von dem Vincent aufgefallen auf seinem Blog Freaky Finance, wo er ganz ungeschminkt mal berichtet hat, als es nicht so gut geklappt hat. Da Hut ab, Vincent, das war also eine coole Sache, weil es nicht besonders viele Leute machen, und gerade diese Artikel sind überaus wertvoll, und habe ich ihn dann gefragt gehabt, ob er vielleicht mal mit mir mehr oder weniger spontan hier aus dem Nähkästchen plaudern würde über seine Erfahrungen mit Aktienoptionen, vor allem natürlich über den Griff ins Klo, wenn es halt mal nicht so klappt. Ich würde auch so ein bisschen was dazu beitragen können, also wenn es nicht so klappt. Und dann erstmal Vincent, vielen Dank, dass du hier so spontan mitmachst bei dem ganzen Outing. Und dann würde ich sagen, ja, stell dich mal vielleicht kurz vor, ein paar Worte zu dir und zum Thema Aktienoption. Ja, Thorsten, danke erstmal für die Einladung. Freut mich auch, dass das wertgeschätzt wird, wenn dann eben mal so ein negatives Ergebnis rauskommt und da eben auch drüber geschrieben wird. Mir ist eben aufgefallen, dass dann auch schon im Monat vorher auf einmal Ergebnisse fehlten, auch bei dir da in der Tabelle von den finanziellen Freiheitshelden da. Und ja, ich bin, glaube ich, auch bekannt dafür, dass ich auch über meine negativen Erfahrungen berichte, weil ich eben auch denke, dass das ja fast sogar noch wichtiger ist. Also sich für Erfolge feiern lassen, das können wir alle, wenn was gut läuft. Ja, dann ist das schön, dann lässt man die Welt auch gern teilhaben. Aber ich glaube, der Lerneffekt für die Leser oder eben auch Zuschauer, wenn man jetzt über YouTube redet, ist dann größer, wenn man ja auch warnen kann oder zeigen kann, was eben auch schiefgehen kann. Und deswegen hatte ich mich entschlossen, das beizubehalten. Also ich hatte ja auch schon mal einen Artikel, wo ich über meine 200.000 Euro Verlust in Sachen geschlossenen Beteiligungen berichtet habe. Okay. Ich hatte auch mal einen Bericht, wo ich eine Aktie gekauft habe, die über Nacht 28% gefallen ist. Also direkt nach dem Kauf quasi, also 16 Uhr gekauft und nächsten Morgen waren 30% weg und so. Also da beschönige ich nichts. Das zeige ich einfach auf, um eben zu zeigen, dass nicht immer alles Sonnenschein ist und dass es eben auch Negativerlebnisse gibt, die dazugehören. Ja, also super, vielen Dank. Dann zeige ich mal kurz noch deinen Blog, damit die Leute das auch wissen. Und zwar hier ist dein Blog, also verlinken wir dann auch unten, von Freaky Finance. Und das ist dann auch gleich der Artikel, der mir aufgefallen ist. Der hat auch ziemlich viele Kommentare, also 37 oder 38 Kommentare. Und da sieht man halt, dass es auch geschätzt wird, wenn jemand auch mal berichtet, wenn es nicht so gut läuft. Vincent hat es schon angesprochen, hier hätten wir finanziellen Freiheit. Das gucken wir uns auch an. Das ist auf meinem Blog und da wird dann eben berichtet, wie die Helden der finanziellen Freiheit, also Finanzblogger, hier ihre Dividendeneinnahmen und gegebenenfalls auch Optionseinnahmen steigern. Da habe ich hier schon den Freaky Finance, den Vincent, ausgewählt. Vielleicht aber noch mal ein bisschen vorher zurück zum Thema Aktienoption, wie wir beide so da drauf gekommen sind. Ich glaube, das war mehr oder weniger vielleicht zeitgleich. Also ich habe angefangen mit Aktienoptionen so im Frühjahr 2017, die zu verkaufen. Und es gab da so gefühlt einen kleinen Hype, was Aktienoptionen angeht in der Finanzcommunity. Da gab es einige Finanzblogger, die haben sich darauf spezialisiert auf das Thema und die haben das auch gepusht. Es gab auch größere, ich sage jetzt mal, Trainer im Bereich Aktienoptionen, die es auch zum größten Teil nach wie vor gibt, die das auch populär gemacht haben, auch auf YouTube-Kanälen unter anderem.
Und ich habe mich dann auch dafür interessiert, weil es erstmal ganz gut klingt. Aktienoptionen, das ist so ein bisschen wie Optionsscheine, sage ich mal, vom Prinzip her, Puts, Calls, nur man wechselt so die Seiten. Also man ist jetzt sozusagen die Bank oder je nachdem, das Casino, wie man es auch ausdrücken möchte, hat dann so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten eher auf seiner Seite, dass man gewinnt, während es ja normalerweise anders ist. Also man ist sozusagen der Emittent von diesen Dingern, verkauft diese Aktienoptionen, bekommt dafür eine Prämie und hat dann halt das Risiko, entsprechend ausgeübt zu werden, wenn man so möchte, oder dass die Option halt gegen dich läuft, aber ohne das allzu sehr jetzt im Detail austreten zu wollen. Und ich bin also im Frühjahr 2017 dazu gekommen. Und du, Vincent, bist du auch über die Finanzcommunity draufgestoßen? Und wann ist das gewesen bei dir? Ja, einen kleinen Tick später als bei dir, glaube ich. Also ich habe das natürlich auch mitbekommen, war erst ein bisschen skeptisch, hatte dann Gastartikel zu dem Thema bei mir im Blog. Mhm. Und ja, irgendwann bin ich auch nicht mehr drum rumgekommen und habe dann auch ein kleines Depot eröffnet, Optionsdepot, da braucht man ja ein spezielles Depot dafür. Das kann man jetzt nicht bei den Standardbrokern, sag ich mal, Comdirect, Consors, wie die alle heißen, jetzt so machen ohne weiteres. Und habe dann halt so ein Optionsdepot eröffnet und auch mal mit kleinem Geld angefangen. Und das lief dann halt auch erstmal sehr gut, genau. Das war der Einstieg. Ja, also. War auch 2017, bei mir war es im September, glaube ich, habe ich das Optionsdepot eröffnet. Also einen Tick später als du dann. Aber genauso wie du über die Berichterstattung in verschiedenen Blogs drauf gekommen und das dann ausprobiert, ja. Ja, und als ich dann angefangen hatte, da hatte ich ja noch so, und bei mir war es im Prinzip sofort ein Griff ins Klo, wenn ich so will, weil es sich relativ schnell gezeigt hat, dass die Strategie, die ich mir vorgenommen hatte, nicht funktioniert. Ich hatte erst vorgehabt, im Prinzip so eine Art Zusatzdividende zu kassieren für die Aktien, die ich sowieso im Depot habe. Das heißt, ich habe sogenannte Covered Calls verkauft, also Calls auf Aktien, die im Depot sind. Der Gedanke war dabei, einfach eine Prämie einzunehmen und die Covered Calls soweit aus dem Geld quasi zu verkaufen, also den Strike-Preis, ab wann die ins Geld laufen und wenn man dann ausgeübt werden könnte, soweit wegzunehmen, dass halt einfach unwahrscheinlich ist, dass ich jemals ausgeübt werde. Es hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, dass die Prämien da nicht allzu hoch sind und dass ich gar nicht so weit weggehen kann vom Aktienkurs. Und ich habe es dann trotzdem ein bisschen gemacht und dann kam es halt relativ schnell, so wie es kommen musste. Der Strike-Preis war erreicht, also meine Aktien sind gestiegen. Da hätte ich sie quasi abgeben müssen. Da habe ich mir überlegt, nee, eigentlich will ich ja die doch nicht loswerden, sondern nur Kapitalertragssteuer zahlen und so weiter. Und das steht in keinem Verhältnis zu den paar Prämien, die ich dafür kriege. Bin dann relativ schnell umgeschwenkt auf die andere Seite, quasi Aktienoptionen als Versicherung sozusagen zu verkaufen. Also gegen fallende Kurse nicht mehr Calls zu verkaufen, sondern Puts. Und das kann man übrigens auch alles sehen hier auf meinem Blog, weil ich das Ganze auch dokumentiere. Und zwar müsstest du das hier sehen auf dem Blog wachstumswerte.net. Ich habe ja zwei Blogs. Und dann siehst du hier meine Aktienoptionen. Und das sehe ich jetzt ganz kurz. Und da siehst du das Ganze dann auch chronologisch. Das ist jetzt quasi die Ist-Zeit und wenn du dann weiter runter gehst, dann siehst du sozusagen meine Anfänge und dann siehst du, dass alles Covered Calls waren und immer wenn es rot ist, dann ist es ins Geld gegangen. Das heißt, dann ist es für mich quasi blöd gelaufen. Und wenn du weiter hoch gehst, dann siehst du, dass dann immer weniger Calls werden, dann wird immer mehr Puts. So habe ich das halt geändert von meiner Strategie her. Das war also bei mir der erste Griff ins Klo, wenn du so willst. Wo war es bei dir zum ersten Mal, dass es nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast, Vincent? Also im Prinzip, muss ich sagen, lief es bei mir eigentlich die ganze Zeit sehr gut. Also ich hatte von, was habe ich jetzt geguckt vorhin nochmal? Also ich hatte im Prinzip über zweieinhalb Jahre hatte ich nur zwei Monate, wo ich Verlust hatte und der Verlust war auch überschaubar. Der nächste Monat hat gleich den Verlust mehr als ausgeglichen. Okay, sollen wir das mal nachprüfen mit den Helden der finanziellen Freiheit, ob du hier die Wahrheit erzählst? Müsste eigentlich zu sehen sein. Ich kann ja währenddessen schon mal ein bisschen erzählen, wie ich das Ganze angegangen bin oder was mein Plan war.
Ich hatte nicht unbedingt jetzt die Intention, wie du, direkt mit Covered Calls das Ganze zu gestalten, ja, sondern schon so mit dem Short Put. Vielleicht zu diesen Begriffen Covered Call, Short Put, jetzt die Zuschauer, die jetzt noch nicht so bewandert sind im Optionshandel. Ich habe auch Videos zu diesen Begriffen und zeige dann auch in der Praxis, was das ist und erkläre, was dahinter steckt. Ah ja, prima. Auch bei mir auf dem YouTube-Kanal dann mal schauen. Da gibt es Playlists zum Optionshandel mit diesen ganzen Begriffen, damit wir da jetzt nicht zu tief einsteigen müssen. Ja. Ich habe auf jeden Fall dann Puts verkauft und war aber schon primär auf die Prämien aus. Ich habe es aber immer so gemacht, dass ich sehr weit vom Strike, also mein Strike sehr weit vom aktuellen Kurs weggelegt habe. Meistens relativ kurze Laufzeiten, sodass man ein überschaubares Risiko hat, ausgeübt zu werden. Und das hat, glaube ich, bei mir fast ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt mal eine Option dabei hatte, die gegen mich gelaufen ist. Einfach nur, dass ich dann mal rollen musste. Was das jetzt wieder ist, da gibt es auch Videos drüber, unter anderem auch bei mir. Das heißt einfach nur, dass wenn man jetzt vermeiden möchte, diese Aktie eingebucht zu bekommen, dass man dann mit der Laufzeit weiter und mit dem Strike vielleicht auch weiter runtergeht, um dann nochmal wieder sich meinetwegen 4 Wochen Zeit zu erkaufen, wo der Strike dann nochmals tiefer liegt. Und das war eigentlich dann immer so, dass es sich darüber dann wieder gelohnt hat und ich die Aktie doch nicht eingebucht bekommen habe und eben Prämien vereinnahmen konnte. So lief das bei mir wirklich ein Dreivierteljahr, dass ich nicht mal eine Aktie eingebucht bekommen habe, dass ich, glaube ich, das erste Mal nach einem Dreivierteljahr rollen musste. So. Ja, so nach Bilderbuch, das sieht man auch hier. Also du hast im Jahr 2017, zumindest nach dem, was du mir gemeldet hast, da habe ich angefangen. Hatte ich ja gesagt, genau, September 2017 hatte ich vorher auch gesagt, habe ich angefangen. Man sieht auch, das sind natürlich sehr kleine Einnahmen jetzt noch im Vergleich. Da hatte ich aber auch noch ein sehr kleines Depot. Ich habe mich dann erstmal rangetastet, wollte natürlich nicht volles Risiko gehen, ohne zu wissen, was ich da mache. Und mit der Zeit, wenn man dann natürlich so in diesem Flow drin ist, und ich muss aber natürlich auch dazu sagen, dass die Börsenphase, dass die Marktphase total einfach war für einen Optionshändler, weil es eben tendenziell leicht ansteigend war, so im Durchschnitt ging es leicht hoch. Und das ist natürlich dann eine total einfache Phase, da Optionen zu handeln, vor allem eben so wie ich, wenn man den Strike sehr weit weglegt. Ja, da liefen natürlich alle Puts bei mir, sind wertlos verfallen. Das hört sich immer blöd an, wenn man sich nicht mit Optionen auskennt, aber das ist genau das, was wir wollen. Die verfallen für den, der sie gekauft hat, weil wir verkaufen ja diese Dinger, verfallen sie wertlos und ich kann dann final die Prämie kassieren, ohne dass mir Aktien eingebucht werden oder sich was zurückkaufen muss oder so etwas. Ja, genau. Und das ist halt in der Masse immer passiert, wie man hier auch sieht, genau. Genau, jetzt siehst du auch, wie sich das schön entwickelt hat. Also du hast hier in 2017 angefangen, man sieht, dass es immer positiv gewesen ist. Man sieht auch, wie du das gesteigert hast im Monatsvergleich. Genau. Also die Prämien sind ja förmlich dann explodiert. Also die Beträge sind immer noch überschaubar, aber relativ. 2018, genau. Also du siehst, du hast noch keinen einzigen roten Balken jetzt in den ersten anderthalb oder ein und ein Vierteljahr. Und dann kannst du ja mal 19 noch dazu holen. So. Und da sind die beiden roten Balken, von denen ich geredet habe. Ne? Mhm. Das sind die einzigen beiden roten Balken in 2,5 Jahren Optionshandel bei mir. Und die, wie du siehst, sind auch überschaubar. Wenn du dir die anderen braunen Balken dazu anschaust, handelt sich die gleich im nächsten Monat. Das ist dieses Rollen, wovon ich geredet habe. Mhm. Man realisiert in dem Moment, in dem Monat einen Verlust, eröffnet aber quasi die gleiche Position neu mit einer neuen Laufzeit, mit einem neuen Strike. Und wie man sieht, im Folgemonat ist der Gewinn dann gleich umso höher. So, ja. Also für mich 2,5 Jahre absolut positive Erlebnis, Optionshandel, aber eben in einer sehr, sehr extrem einfachen Marktlage, was die Börse angeht. Ja, diese einfache Marktlage hat ja auch dazu, denke ich, beigetragen, dass das Thema Aktienoptionen verkaufen auch ein bisschen gepusht wurde und halt auch entsprechend populär. Ich würde jetzt schon mal fast sagen, gewesen ist in der Finanzcommunity, weil gefühlt ist es ja so, ich zeige zum Beispiel mal hier was als Indikator, dass das nicht mehr ganz so beliebt ist. Es gibt ja hier diesen Finanzblock-Roll, so eine Meta-Seite, wo du
die ganzen Finanzblogger-Beiträge siehst, und da gibt es dann beispielsweise auch hier eine kleine Sektion, wenn Optionen, also Aktienoptionen sind damit gemeint, für dich eine Option sind, und da steht dann einfach nur noch No Feed Items Found. Nur mal als Beispiel, ja. Und früher war da halt schon was drin gewesen. Und dann zurück hier. Was ich eine Frage zu dir hätte, ist, du hast ja das Ganze schon relativ diszipliniert gemacht, auch mit dem Rollen und so weiter. Das heißt, du hast dich auch nicht gescheut, Verluste zu realisieren, um dann im Folgemonat, so wie es hier ja auch schön geklappt hat, dann daraus wieder die Verluste überzukompensieren, Gewinn rauszuholen, dann doch noch. Viele Leute schaffen das ja schon mal nicht, weil das ja eine große Disziplin erfordert. War das für dich irgendwie schwer, wenn eine Option gegen dich gelaufen ist? Hast du dann in deiner Freizeit auch daran gedacht? Weil bei Dividenden ist es ja so, die kommen halt einfach, die können auch mal gekürzt werden, aber im Prinzip läuft es einfach so weiter, und Dividendenaktien sind relativ konservativ normalerweise, das ist keine große psychische Belastung, aber bei Aktienoptionen als Derivate mit Hebel, da sieht man ja teilweise relativ schnell, wie das Ganze gegen einen läuft. Und ist es für dich so eine psychische Belastung damals gewesen, als du so zum ersten Mal quasi, sage ich jetzt mal, Verluste zwischenrealisieren musstest? In der Zeit noch überhaupt nicht, weil ich habe einfach gesehen, das ist ja nur eine kurze Momentaufnahme. Ich habe ja in dem Moment schon wieder die höhere Prämie für den nächsten Monat quasi schon vereinnahmt, konnte sie aber nicht in dem Monat ausweisen. Das ist auch so eine Spezialität beim Optionshandel. Das melden, glaube ich, auch andere Leute wieder anders. Die melden dann gleich die Optionsprämie in dem Moment, wo sie vereinnahmt haben. Ich melde sie erst in dem Monat, wo quasi die Option zurückgekauft wird oder wo sie eben ausläuft planmäßig. Dann ist das erst final für mich, dass ich ohne die Aktie eingebucht zu bekommen oder ohne noch irgendeine Reparatur vornehmen zu müssen, ist dann die Option, dieser Trade für mich abgeschlossen. Und in dem Moment melde ich das dann als Einnahme. Und da ich aber ja schon gesehen habe, in dem Moment, wo ich den ursprünglichen Trade schließe, mache ich den und den Verlust, eröffne aber direkt den neuen Trade, wo ich aber auch schon gleich sehe für mich, dass der Gewinn diesen realisierten Verlust direkt überkompensiert. Ich das aber erst im nächsten Monat melden kann, ist ein rein meldetechnisches Problem für mich gewesen. Und ich wusste aber gleich, der nächste Monat kommt. Und selbst wenn es noch weiter runter geht, dann rolle ich dann den Strike noch mal weiter runter und eine längere Laufzeit. Und wie man sieht, es hat auch super geklappt. Vielleicht noch mal zwei Sachen. Es gab ja zwischendurch auch mal so einen Vola-Crash, nennt man das, glaube ich, in 2018, Februar 2018, wo ich auch viele Berichte aus der Optionshändler-Szene dann gesehen und gelesen habe, die mit wirklich herben Verlusten, so wie ich das jetzt selber dann jetzt im Corona-Crash erlebt habe, umgehen mussten. Damals war die Transparenz dann tatsächlich auf anderen Blogs auch gegeben, dass man das nachlesen konnte. Zumindest sind mir da gleich jetzt zwei, habe ich da im Kopf, wo man das auch lesen konnte. Und da habe ich nur für mich gedacht, oh, gut, dass ich so konservativ unterwegs bin und wirklich immer weit weg den Strike lege und auch nicht zu viel Risiko gehe und meine Margen im Auge habe. Und wie du siehst auch hier, den Monat habe ich positiv abgeschlossen, im Gegensatz zu vielen anderen. Also ist natürlich ein Mini-Plus, klar, muss man auch sagen, aber besser als wirklich, andere Leute haben da Klein- und Mittelwagen vom Wert her verbrannt. Und da habe ich gesagt, gut, scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, was ich da mache. Dann gab es, glaube ich, im Dezember 2018 gab es ja nochmal so einen Knick an der Börse allgemein, erinnerst dich bestimmt, da ging es ja dann plötzlich, glaube ich, in der Dezemberhälfte heftig runter. Richtig. Auch hier haben einige viel Geld versenkt im Optionshandel, ich wieder mit einem Plus rausgegangen. Also da wird man dann irgendwie immer sicherer und denkt, also mein System kann so schlecht nicht sein. Wenn andere Leute, die das schon länger machen, in bestimmten Phasen wirklich viel Geld verlieren, man muss auch dazu sagen, die haben natürlich deutlich höhere bessere Ergebnisse gehabt, wenn es, also in Monaten, wo es normal lief, das ist auch ganz klar, ich war nie von dem Ergebnis her im Optionshandel vergleichbar mit denen,
die da mehr Risiko gehen und entsprechend auch höhere Gewinne in den einfachen oder in den guten Monaten gemacht haben. Dafür haben die aber eben auch immer entsprechende oder einige davon hohe Verluste in diesen Spezial- oder in speziellen Monaten gemacht, wo es dann besondere Ereignisse an der Börse gab. Und da war ich immer von ausgenommen und habe gedacht, ja, so schlecht kann das alles nicht sein. Und dann kam eben 2019, wo es dann bei mir immer mehr wurde, auch das Depot wurde größer, die Einnahmen wurden größer und ich habe das so ein bisschen verglichen mit den Dividenden. So wie du das gesagt hast, du wolltest über Covered Calls eine Zusatzdividende einnehmen, habe ich einfach festgestellt, dass ich mit einem Optionsdepot, was ein Fünftel ungefähr nur so groß ist wie mein Aktiendepot, wie mein anderes separates Aktiendepot, wo ich meine Dividenden rausziehe, dass ich mit so einem in Anführungsstrichen kleinen Depot teilweise oder immer öfter Monate hatte, wo die Optionsprämien meine nicht ganz unüppigen Dividenden überstiegen haben. Also ich habe letztes Jahr zur Info 15.000 Euro Dividenden verdient. Das ist jetzt nicht wenig. Und war aber auf dem Weg, das mit Optionen noch zu überholen. Und dann, wenn man sieht, es läuft 2,5 Jahre so gut und man ist eben auf dem Weg, mit einem viel kleineren Depot mehr Optionsprämien zu vereinnahmen als mit Dividenden, mit einem großen Depot, dann ist man natürlich irgendwann auch so ein bisschen in diese Szene da immer mehr reingekommen, in bestimmte Foren und Gruppen. Und da herrschte dann ja teilweise 2019 eine Stimmung, so von wegen, wir brauchen bald alle nicht mehr arbeiten gehen, wir müssen jetzt hier vermögensverwaltende GmbHs gründen, weil das lief ja nun wirklich außerordentlich gut in so einer Börsenphase. Aber wie das denn eben so ist, ne, die Flut hielt dann da alle Schiffe sozusagen, also da kann man nicht oder konnte man nicht viel falsch machen. Und da bin ich dann auch immer unvorsichtiger geworden oder habe mich auch so ein bisschen mitreißen lassen, obwohl ich in ein paar Gruppen dann immer noch derjenige war, der da auch so ein bisschen auf die Bremse gedrückt habe. Ich wurde teilweise so ein bisschen belächelt mit meinen riesigen Abständen, was den Strike angeht zum aktuellen Kurs. Und dadurch hatte ich natürlich auch immer vergleichsweise, hatte ich ja schon gesagt, niedrige Einnahmen. Für mich waren die aber gut oder hoch. Und aber andere, die mehr Risiko gegangen sind, hatten natürlich auch entsprechende höhere Einnahmen. Ja, und irgendwann kommt man da in Zweifeln. Ja, muss ich auch oder kann ich nicht auch mehr Risiko gehen? Weil die meisten Optionen, die sind so weit, also die sind ja dann noch weiter die Kurse gestiegen und ich kam nie annähernd in Bedrängnis mit meinen Optionen und dann überlegt man sich auch, ja, kann man da nicht ein bisschen mehr Risiko gehen? Und ich brauchte immer viele Trades, um mit meinen kleinen Prämien halt eben auch in totalem Geld eben auch eine ordentliche einen Verdienst zu haben auf dem Monat. Das heißt, ich musste viele Trades eröffnen mit entsprechend kleinen Prämien, während andere weniger Trades mit großen Prämien brauchen, um das Gleiche zu verdienen. So. Genau, und dann bin ich halt auch immer weiter, was die Margenauslastung angeht, weiter hochgegangen, weil ja eben alles so super immer lief. Und das war jetzt wahrscheinlich dann eben auch das, was mir Anfang des Jahres oder jetzt im Corona-Crash so ein bisschen das Optionsgenick gebrochen hat. Ja, dann blenden wir das mal ein hier, weil du hast es ja im Gegensatz zu anderen, wie du auch schon angekündigt hast, gemeldet, die Zahlen. Und das wäre dann hier der Februar, richtig? Genau, der Februar war schon stark im Minus mit knapp 8.000 Euro. Den März hast du jetzt noch gar nicht drin, sehe ich gerade. Ne? Ah, okay. Das ist deshalb noch nicht drin, weil wir hier erst bis Februar sind. Da musst du dann einfach die Zahl mal sagen für uns. Ja, da waren es jetzt, ich weiß gar nicht auswendig, 55.000 Euro Minus oder sowas. Also in der Größenordnung, genau. Das würde dann schon ganz ordentlich skalieren hier, ne? Also irgendwo bis da runter, bis in die Kommentare. Genau, so bescheuert sieht dann irgendwie auch mein, ich habe da ja auch im Blog dann so ein Template drin, wo man sieht, wie meine Optionseinnahmen sind, aber die ganzen positiven Monate sieht man fast gar nicht mehr, weil der rote Balken im März jetzt so groß ist, da musst du weiter runtergehen. Kann man gerne mal suchen. Also du bist ja ein sehr fleißiger Texter, muss man sagen. Ja, das stimmt. Noch weiter, das waren jetzt die Dividenden. Okay, ich bin immer noch im Optionshandel. Noch weiter, ja, also meine Monatsberichte sind immer sehr lang. Da ist es, das sieht natürlich
selten dämlich aus jetzt da. Ne? Man sieht ja die kleinen positiven Balken, sieht man fast gar nicht mehr. Und dann hast du jetzt hier eben einmal den Februar, der ja bei dir auch schon mit drin ist. Wir gucken jetzt mal auf diese goldgelbenen Balken. Der hier. Februar und ja, dann der Hammer, da unten steht es, minus 55.811,72 € war mein Optionsergebnis im März, und man muss dann eben auch ernüchternd feststellen, dass das alles, was ich jemals davor mit Optionen verdient habe, mal eben locker weggefegt hat, ja, und dann lohnt sich der ganze Quatsch natürlich nicht. Ja, also das ist ja im Prinzip die Geschichte, die relativ gefühlt jedenfalls in der Finanzcommunity häufig passiert ist. Du hast ja schon gesagt, man hat relativ lange, relativ gut verdient, also mehrere Monate hintereinander. Und dann irgendwann kommt ein ganz böser Monat, meistens ausgelöst durch eine erhöhte Volatilität, durch fallende Kurse am Aktienmarkt. Und dann besteht die Gefahr, dass dieser eine schlechte Monat, also sehr viele gute Monate mit einem Schlag auslöscht. Und ja. Da stehst du ja nicht alleine da. Das ist mir in kleinerem Maße ja auch passiert. Und mit einer speziellen Aktie, das ist jetzt eine Geschichte, die mit Equifax, das ist ein Versicherer, eine Art Schufa in den USA, da war das nicht mal so, dass die Aktienmärkte allgemein eingebrochen sind, sondern es war ein ganz spezielles Problem von einem einzigen Unternehmen, das gehackt worden ist. Da sind dann sensible Daten an die Öffentlichkeit gekommen. Und wegen dieses Datenlecks, das waren dann Sozialversicherungsnummern und solche anderen Dinge, die für Amerikaner hochsensibel sind. Dann sind natürlich der Aktienkurs ist erstmal ganz stark gefallen. Da habe ich dann meine Chance gewittert. Das war also innerhalb der ersten Monate noch, wo ich Aktienoptionen verkauft hatte. Ich habe gedacht, oh, da gibt es mal eine ordentliche Prämie, wie toll. Habe die dann verkauft. Auch relativ weit außerhalb des Aktienkurses gelegen. Und der Puffer hat nichts gebracht. Die Aktie ist weitergefallen. Dann habe ich gerollt, so wie du, Vincent. Habe erstmal noch gedacht, ich habe alles im Griff. Dann ist die Aktie noch weiter gefallen. Dann muss ich nochmal rollen. Und dann wurde es mir schon ganz ungemütlich bei der ganzen Geschichte. Und dann ist die Aktie am Ende aller Tage, habe ich dann alle Verluste realisiert. Das heißt, ich habe alle Aktienoptionen gleich zurückgekauft. Das ist ja ein Teil des Rollens, aber ich habe keine neuen Aktienoptionen mehr geschrieben, weil mir das unheimlich wurde. Habe dann auch mehrere tausend Euro Verluste realisiert, habe mich dann geärgert, und das war dann für mich ja doch eine psychische Belastung gewesen. Also ich habe auch daran gedacht, an diese Aktienoptionen, wenn ich jetzt sozusagen nicht vom Rechner gesessen habe, und habe mich als dann auch noch ins Bett hinein begleitet. War halt eine neue Erfahrung für mich, weil das Ganze auch noch halbwegs frisch gewesen ist, das Thema Aktienoptionen. Und das war im Prinzip, sage ich jetzt mal, für mich der zweite Griff ins Klo. Also der erste, das war diese Covered-Call-Strategie, die nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, verkaufst halt Versicherungen, also diese Puts. Und das Thema Equifax, das war dann halt auch ein Versicherungsverkauf, der nach hinten losgegangen ist. Also ich habe da auch die eine oder andere Erfahrung dazu beizutragen, habe dann auch einen Blogartikel geschrieben auf meinem Blog wachstumswerte.net dazu. Das kam bei mir relativ schnell, und ich habe dann im Prinzip, wenn man hier in der finanziellen Freiheit da zurückgeht, da gibt es ja auch mich, und zwar mit dem Blog wachstumswerte.net, können wir auch mal kurz einblenden. Das ist ein bisschen so ähnlich wie beim Vincent, das heißt, ich habe hier im Prinzip keine so ganz großen Beträge mit Aktienoptionen, die ich da einnehme im Vergleich zu anderen, die das gemacht hatten. Aber auch nicht so den Anspruch im Prinzip. Ich habe irgendwann den Anspruch aufgegeben, jeden Monat damit Geld verdienen zu wollen. Also zu allen Marktlagen quasi über Aktienoptionen Geld verdienen zu wollen. Habe mich vor allem dann rausgehalten, wenn das die Aktienmärkte extrem gut gelaufen sind, ruhig, stabil nach oben ging, weil dann die Prämien nach unten gehen, und ich immer irgendwie befürchtet hatte, dass doch irgendwann dann mal hier der Drawdown kommt. So konnte ich dann auch den Wohler-Crash umgehen, Ende den Dezember 2018, hat mich auch nicht in Mitleidenschaft gezogen, und glücklicherweise auch nicht jetzt der Corona-Crash. Nichtsdestotrotz habe ich auch hier Verlustmonate, die werden dann noch weg. Und das war jetzt zum Beispiel die Geschichte mit Equifax, die für mich dann auch mehrere Monate Einnahmen quasi auf einen Schlag vernichtet hat. Sozusagen das Schicksal des Stillhalters, so ein bisschen habe ich auch das Gefühl.
Ja, und wie ist es jetzt bei dir? Also, welche Lehren hast du daraus gezogen, Vincent? Oder was machst du jetzt weiterhin mit Aktienoptionen? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auch, was du sagtest, das kann eben auch Einzelwerte treffen oder einzelne Geschichten. Es gibt, glaube ich, sogar einen sehr spektakulären Fall von Optionsellers.com. Das ist ja sogar so eine Art Fonds gewesen, der sogar eben Fremdvermögen verwaltet hat, die dann eben auf Natural Gas, also das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Man kann ja nicht nur Aktienoptionen verkaufen, sondern auch Future und also Rohstoffgeschichten machen. Und dann gibt es dann mal Ereignisse, dass dann der Gaspreis dann irgendwie in die falsche Richtung sich entwickelt und dann sind da ganze sogar Fremdvermögen vernichtet worden. Oder auch so jetzt so ein aktuelles Beispiel, Luckin Coffee betrug auf einmal, Aktie crasht 80% und wenn man da eben Optionen drauf laufen hat in der falschen Richtung, dann kann man eben auch durch solche Einzelereignisse, das muss nicht immer ein ganzer Börsencrash sein, also da steckt schon ein gewisses Risiko drin. So, und wie kann man sich da jetzt gegen schützen? Ich habe das immer versucht, für mich diesen Optionshandel sehr oder so einfach wie möglich zu handhaben, weil ich noch andere Hobbys habe, beziehungsweise eben auch ganz viele andere Finanzanlagen. Also ich bin da so ein finanzieller Tausendsasser, könnte man sagen. Ich mache da halt alles Mögliche und es war auch nie mein Anspruch, dass ich jetzt der Ur-Optionshändler werde, der da ganz tief drinsteckt. Ich habe da mehr oder weniger versucht, mit meinen weiten Abständen, mit meiner einfachen Strategie ein bisschen Geld jeden Monat rauszuziehen. Das ist halt sehr gut gelaufen und irgendwann dann nicht. Wie kann man sich jetzt schützen? Also ich habe nie Spreads oder so gehandelt. Ich habe nie irgendwie automatische Absicherungen mit reingemacht. Ich habe immer ja erstmal laufen lassen und geguckt, wie sich das entwickelt und zur Not rollen. Rollen war immer so meine Absicherung. Jetzt musste ich aber feststellen, wenn man die Margen zu weit auslastet, kann man irgendwann nicht mehr rollen oder beziehungsweise manchmal macht es auch gar keinen Sinn mehr. Oder der Broker gibt dir gar nicht mehr die Möglichkeit, weil du deinen Handlungsspielraum selber schon ausgeschöpft hast. Also Margen ist so diese Sicherheitshinterlegung, die man beim Broker hinterlegen muss, beziehungsweise die, der sich für jeden Trade quasi virtuell abzweigt, wo er die Hand drauf hat, wo man eben Geld hat, auf das man dann in dem Sinne keinen Zugriff mehr hat. Das ist die Sicherheit für den Broker. Und wenn man da an einer bestimmten Schwelle ist, dann gibt es den sogenannten Margin Call, haben vielleicht auch viele schon mal gehört. Und dann werden dann eben zur Not eben auch Positionen zwangsliquidiert. Das heißt, Aktien, die man dort im Brokerdepot, also im Optionsbrokerdepot hat, werden zwangsweise teilweise verkauft oder einfach Optionstrades geschlossen, ob die gerade oder gegen dich laufen, da guckt er gar nicht hin. Der will halt nur den Arsch an der Wand haben und ja, guckt da auf seine Margen. Und wenn man die selber vorher zu sehr ausgelastet hat, und dann ist es ja auch so, in einem Crash werden die Margenanforderungen steigen, sehr krass. Gleichzeitig werden vielleicht Aktien, die man als Sicherheit hinterlegt hat, also als Teil dieser Margenabdeckung, die werden viel weniger wert. Und so wird diese Schere, geht immer weiter auseinander. Und dann droht eben dieser Margin-Call. Da muss man ganz viel Geld nachschießen, wenn man das hat. Oder eben selber dem Broker zuvorkommen und wenigstens noch die Position schließen, die man selber jetzt im Kopf hat, dass die am meisten Sinn machen zu schließen, anstatt die willkürlich vom Broker schließen zu lassen. Und in diese Situation bin ich dann gekommen, dass ich eben selber Positionen eher immer, also nicht mehr rollen konnte, sondern eben schließen musste, um eben diese Margen wieder ein Stück weit freizukriegen. Und das war halt wirklich, ja, da merkt man, oder man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat, bin ich der Meinung, wie krass diese Margenanforderungen steigen können in so einer Extremsituation. Und das ist mein Learning jetzt, dass ich die Margen, so wie ich das früher auch lange gemacht habe, nicht so weit auslasten werde mehr, sodass mir im Fall der Fälle, wenn es dann wieder hart auf hart kommt, viel mehr Spielraum, was die Margen angeht, bleibt, um eben auch noch rollen zu können. Weil wenn man jetzt sieht, manche sagen auch, dieses Rollen ist sowieso nicht so das Allheilmittel, aber jetzt hat sich die Börse auch schon wieder ein gutes Stück erholt. Ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. Und ob das so bleibt und ob noch ein neuer Crash kommt oder die Tiefs nochmal getestet werden, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ich jetzt gerollt hätte, hätte ich viele, viele Positionen, die ich jetzt minus mit Verlust geschlossen habe, hätte ich jetzt in der Zwischenzeit schon mit Gewinn oder mit plus minus null, wie auch immer,
wieder glattstellen können. Und die Möglichkeit hatte ich eigentlich nicht mehr oder hatte ich nun nicht mehr, weil ich eben zwangsweise schließen musste und den Trade beenden musste, weil ich keine Chance mehr hatte, weil ich keine Margen mehr frei hatte, zu rollen in die Zukunft und einen niedrigen Strike zu rollen. So, das heißt, diese Möglichkeit will ich mir für die Zukunft nicht mehr nehmen. Das heißt, ich würde die Margen jetzt viel weniger auslasten, um mir die Möglichkeiten zu erhalten. Und dann kann man eben auch noch Spreads handeln. Das heißt, wo man von vornherein eben auch so eine automatische Absicherung mit einbaut. Das heißt, man verkauft einen Put und kauft mit einem niedrigen Strike darunter nochmal, sodass man von vornherein definierte Range hat, also so einen Maximalverlust. Das schont gleichzeitig auch die Margen und man hat da so einen natürlichen Stop mit drin, dass man weiß, größer kann der Verlust nicht werden. Solche Geschichten werde ich jetzt auf jeden Fall berücksichtigen. Ich habe ja, hast du ja schon gesagt, da irgendwie 37 Kommentare bekommen. Die meisten waren wirklich sehr wohlwollend, also erstmal Respekt zollend wegen der Offenheit, aber auch, da waren auch wirklich, wirklich gute Tipps mit bei, die ich mir nochmal alle in Ruhe durchlese und daraus werde ich mir dann jetzt eine Zukunftsstrategie so ein bisschen basteln. Aber was ich gemerkt habe, ist eigentlich das Wichtigste, ist diese Margen, was ich vorher auch schon wusste und das, was ich ja auch lange beachtet habe, aber dann eben ist man irgendwann, als es zu lange, zu gut lief, zu unvorsichtig geworden. Das war mein Fehler, ganz klar, darf man so nicht machen und so ein bisschen an dem Risikomanagement muss man dann eben noch arbeiten. Ich muss auch sagen, durch die Masse der Trades kann man vielleicht, also die ich mache, wegen dieser kleinen Prämien brauche ich eben viele Trades, dass man da auch nicht mehr so jeden so gut im Blick hat, dass man halt vielleicht die Masse der Trades ein bisschen eindampft und dafür ein bisschen auf höhere Prämien geht und dafür aber Position für Position besser im Blick hat und besser managt. Das heißt, wenn es zum Beispiel 100% im Minus ist, die Option, das ist auch wieder so eine Spezialität, das hört sich so an, als wenn 100% eine Option, also ist nicht gleichzusetzen wie mit einem Totalverlust bei Aktien. Das verwirrt auch manche Leute, die sich mit Optionen auskennen. Also eine Option kann auch 200% im Minus sein und trotzdem noch zu deinen Gunsten verfallen. Das wäre jetzt, würde zu weit führen, das zu erklären. Aber wenn man so diese 100%-Schwelle nimmt, dass man dann eine Gegenposition eröffnet, halt einfach, wenn man einen Short-Put laufen hat und 100% im Minus ist, könnte man zum Beispiel einfach auch einen Call auf die gleiche Aktie aufmachen in die andere Richtung, um schon mal, weil einer kann nur verlieren. Also einer wird auf jeden Fall gewinnen. Und später, wenn man dann bei einer 200%-Schwelle ist, könnte man dann wieder rollen. Also den, der dann halt diese 200% erreicht, wieder rollen und solche Geschichten. Das werde ich mir nochmal genauer angucken und überlegen und auf jeden Fall auch so ein bisschen von der Masse wegkommen, dass man die einzelnen Positionen besser im Blick hat und auch besser managen kann. Also auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht deine Ausführungen ganz folgen können. Also da kommt ja jetzt auch deutlich raus, dass Aktienoptionsverkauf halt doch schon ein bisschen eine andere Sache ist. Sehr viel mehr Wissen bedingt und Reaktionsvermögen bedingt und Disziplin bedingt. Also jetzt beispielsweise beim Investieren in, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, langweiligen Dividendenaktien der Fall ist. Und dass man eben auch damit Verluste realisieren kann erstmal in einer relativ kurzen Zeit, also ein gewisses Risiko, also ein ganz anderes Chancen-Risiko-Verhältnis und ganz andere Anforderungen als beim konservativen Investieren in Aktien hier der Fall. Und du machst aber auch weiter, Vincent, mit Aktienoptionen, das kam ja jetzt auch ganz deutlich raus. Dazu noch vielleicht ja die Anmerkung, also ich sehe es, glaube ich, dann jetzt auch wieder ein bisschen entspannter. Wie gesagt, ich habe mich auch so ein Stück weit mitreißen lassen, von der Stimmung anstecken lassen, als es so gut ging. Ich glaube, ich werde das jetzt auch wieder ein bisschen entspannter sehen und auch mal einfach sagen, wie du in Phasen, wo es zu heikel wird, wo der WIX zum Beispiel, dieser Volatilitätsindex halt einfach in die Höhe geht, dass man dann einfach sich zurücklehnt und sagt, ich halte mal den Ball flach, mach da jetzt gerade in der Phase nicht so viel. Man ist ja nicht gezwungen, jede Marktphase zu handeln. Und wenn man da sich unsicher fühlt, dann öffnet man keine neuen Positionen.
Und ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen, ich war da so ein bisschen getrieben von diesem Gruppenzwang und wollte da natürlich so wenigstens annähernd mithalten können mit den Ergebnissen. Und das ist, glaube ich, völliger Quatsch. Ja. Da muss man sich so ein bisschen isoliert betrachten und für sich selber handeln. Und auch wenn man dann, so wie ich, da öffentlich macht seine Ergebnisse, die müssen ja nicht jeden Monat irgendwie besser sein als wer anders. Das sollte man für sich betrachten. Wenn man das Risiko nicht einschätzen kann oder wenn einem das zu groß ist, dann mal den Ball flach halten und vielleicht weniger machen. Und das werde ich auf jeden Fall dann jetzt auch ein bisschen zurückfahren und mich dann einfach nur an dem erfreuen, was da monatlich bei hängen bleibt, ob das jetzt mal viel oder vielleicht auch mal gar nichts ist. Und mir ist auch klar, dass ich diesen großen Verlust, den ich jetzt habe, dann nicht im nächsten halben Jahr, jedenfalls nicht so wie ich handle, ausgleichen kann. Das ist aber jetzt auch nicht mein Anspruch, das auf Teufel komm raus wieder auszugleichen. Ich wurde auch schon jetzt mehrfach gefragt, ob ich es dann jetzt nicht ganz lassen möchte, weil ist ja dann doch irgendwie anstrengend und große Verluste. Und selbst wenn ich jetzt wieder 2 Jahre lang meine Gewinne einfahre, dann kommt vielleicht wieder der nächste Crash, wo man das vernichtet. Ja, das kann sein, aber ich hoffe einfach, dass ich jetzt so viel gelernt habe, dass das dann nicht in der Intensität wieder zuschlägt oder auf mich zukommt und deswegen einfach auch nettes Zusatzeinkommen versuchen damit zu generieren, aber nicht mehr versuchen, da ans Limit zu gehen. Ja. Ja gut, Vincent, dann wünsche ich dir damit mal ganz viel Glück. Also das Learning ist ja auf jeden Fall da. Mir wünsche ich natürlich auch Glück. Also wir versuchen weiterhin unser Bestes zu geben, bei Aktienoptionen auch mal und auch beim ganzen Rest, was wir so tun, ne? Dann guckt euch mal an, den Vincent seinen Blog, also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Nochmal vielen Dank für das klasse Interview und dann würde ich sagen, toi toi toi, ne? Bis zum nächsten Mal irgendwann. Ja, dir auch viel Glück beim Optionshandel und vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Schöne Ostern, bis dann, ja. Ciao. Ja, auch tschüss. Danke, ciao.